Easy. GG. Ist das jetzt aber die Star Road? Nein, ich bin immer von noch im Weltall. Alter, was ist das für eine Overworld? Seid ihr, Junge, diese Overworld. Ist ja komplett kaputt und insane. Pipeline Spring, Jikurin. Ich werde jetzt aber das Game mal wechseln. Ich guck mal nur kurz rein. Okay, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt auszumachen, oder? Ja, ich sollte mal lesen. Munchers are hungry for tasty springs. So, essen die Springs auf? Nö. Ja, ich mache jetzt Demon's Souls. Was soll ich denn da tun überhaupt? Eieiei. Team Shellhack jetzt noch mit Disco Shades verbinden, Traum. Was sagst du zum Team Shellhack Crisis? Ist schon geil, ne? Also, ich war am Anfang ja gar nicht so. Ich hab gedacht, nee, so geil wird's nicht, aber ich muss sagen, mit jedem Level wird der Hack geiler. Und ich freue mich auf die Level, die noch kommen. Und ich freue mich auch auf Speedruns davon. Weil das ist, glaube ich, mega. Da geht's mega ab. Ich denke, das Gitter ist ein Sprite-Killer, ne? Deswegen muss ich das Spring oben rumpacken. Ah, das war nicht richtig schlau. Moment. Das muss da reinfallen, ne? Ja. Dann muss ich es greifen und wieder direkt dahin werfen. Also, ich finde, ich bin immer Fan von, wenn ich Retro spiele, dann am allerliebsten, und es pusht auch den Spielspaß um ein Vielfaches, mit der Original-Hardware. Das macht halt einfach am meisten Bock. Und ich finde gerade so ein Mario World, so ein super Classic Game, spiele ich halt auch einfach am liebsten mit dem Classic Controller. Oh, also die alten Gamepads sind super. Ich mag auch dieses sehr ausgeleierte Digipad, muss ich sagen. Das ist natürlich Geschmackssache. Majora's Mask, danke für 111 Bits. Ich mag dieses ausgeleierte, das ist ja geil. Und ich mag auch, dass die Buttons so wabbelig sind. Ich steh einfach auf. Wieso komme ich da nicht hin? Ich stehe einfach krass auf das Super Nintendo Gamepad. Oh, wie geht denn das? Moment. Das ist super weird. Ich greife das Spring ja automatisch wieder. Uiuiui, das ist Gehirnzerstörung. Ich muss aber einen harten Regrab machen, um über die Mannschaft zu kommen. Oh, Mist. Uiuiui, das ist sehr assi. Boah, ich habe halt... Das kam alles so über Mario Maker, Wassermann. Einfach viel gespielt und hab schnell gemerkt, dass ich es, sag mal, überdurchschnittlich gut kann. Und dann wollte ich halt die nächsten Challenges. Schon der dritte Monat, so schnell. Aber es hat alles angefangen mit Mario Maker 1. Hä? Moment. Ich greife das automatisch, ne? Nee, gar nicht. Wenn ich Y loslasse, nicht. Wow, Alter, das ist ja ekelhaft. Ja, also ich würde auch sagen, allein dieser Move ist, glaube ich, der schwerste einzelne Move, den ich bis jetzt in dem Hack hatte. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ja, ich glaube so, ne? Ich glaube, das Spring muss auf die Deathblocks. Boah, dann ist das schon wieder so ein Regrab-Jump. Also, dieses Level ist absolut Albtraum. What the fuck? Okay, dann nochmal auf die Shell und dann das Spring wieder auf die Deathblocks werfen, ne? Boah, Alter. Das ist aber auch wirklich...
Also dieses Level ist ein Krampf. Dann noch mit einer scheiß Spring. Wenn du nur ein Spiel spielen dürftest, welches wäre es? Wow, Morty, was ist das für eine Frage? Keine Ahnung, ich würde mich dann wahrscheinlich für SMW entscheiden und naja gut, aber auch nur für Hex. Also das Vanilla-SMW kann ich mir jetzt auch nicht immer geben. Ja, wenn es wirklich nur eins wäre, dann wäre es wahrscheinlich sowas wie LOL oder CSGO oder so. Valorant, wo ich halt, wo man halt wirklich auch viel, naja, irgendein Online-Spiel, was jetzt nicht irgendwie mal durchgespielt ist nach zwei Wochen oder so. Tetris bestimmt auch nicht so blöd. Ja, morgen kommt auf jeden Fall ein sehr cooles YouTube-Video. Ihr solltet, ernst gemeint, das solltet ihr euch angucken, dann werdet ihr nämlich staunen. Das gibt's morgen. Morgen gibt's da keinen Stream. Also YouTube solltet ihr auf jeden Fall auch reinklicken und abonnieren. Okay, Progress. Genau, das ist es, der Lee Sin. Wow, das ist ja mega nice. Mit der Pipe. Der Lee Sin Midlane. Der Lee Sin Midlane Guide, so ist es, Danny. Was möchte man hier von mir? Ah, alles klar, verstanden. Das muss ich einfach oben durchwerfen und dann drauf landen, alles klar. Also, wer jetzt noch Mario Maker 1 spielt, tut mir leid, also... Da habe ich jetzt nicht so Mitleid mit. Warum sollte man Mario Maker 1 spielen? So wie FIFA 96, obwohl der Vergleich hinkt ein bisschen. Hat ja nicht jeder eine Switch. Ja gut, aber... Also da, das sehe ich gar nicht eng, um ehrlich zu sein. Dass sie die Server von der Wii U Mario Maker 1 down nehmen, ey, kann ich, finde ich komplett okay. Oh nein, wieder so ein Drecks-Move. Alter, und dann noch ohne Full-Jump. Ey, das ist wirklich... Jetzt muss ich da wieder so einen komischen Re-Grab-Sprung machen mit dem Spring. What the fuck? Und was, vor allem, was muss ich denn da dann machen? Da ist ja der Sprite-Killer. Nettes Levelchen. Hochwerfen, okay? Um dann was zu tun? Hä? Oh, die Spring brauchst du. Das ist doch das Konzept des Levels. Ja, Shelljump von der Spring kann ich ja nur einen Kick machen. Damit komme ich so einen Block höher als das Gitter. Also niemals nach oben. Das heißt, ja, oder ich muss das wirklich hochwerfen gegen die Mannschaft und dann mit Air in Spring. Vom Shelljump. Was extrem hart wäre. Erstmal hier rüberkommen ist schon extrem hart. Ist euch das klar, dass es sauschwer ist, mit dem Spring überhaupt hier durchzukommen jetzt, mit der Höhe? Da muss halt erstmal die richtige Regrab. Also das ist... Das, allein hier durchzukommen ist schon super eklig. Ja, was zur Hölle? Also... Ich komme nicht mal trocken da durch. Wie soll ich da durch? Jetzt mal im Ernst, Leute. Also das sind Inputs, die will man nicht. Das ist wirklich extrem widerlich. Wie man hier die ganze Zeit vom B muss und dann vom Y los und so weiter. Also... Pfui, Teufel. Ich komme da nicht mal durch. Also, das ist wieder so ein Level, das ist so viel schwerer, als es aussieht, weil die Eingaben einfach so geisteskrank sind. Okay, das war schon mal richtig. Aber was soll ich tun? Ja, okay, es mag sein, dass das auch schwer aussieht, aber es ist so viel schwerer, als es aussieht. Das ist das Problem. Es ist wieder so ein super ekliger, so wie so ein Controlled Shell Jump, der eigentlich genauso simpel aussieht wie normaler Shell Jump, aber bei weitem nicht ist. Ja, das ist so genau, so präzise. What the fuck, Alter? Das ist aber wirklich geisteskrank. Wie soll ich auf dem Spring landen? Wie soll ich auf dem Spring landen? Da mache ich doch irgendwas verkehrt gerade. Hä? Ich meine, wie kriege ich das Spring denn bitte da unten hin? Wie soll ich das Spring denn unten auf die Deathblocks kriegen? Ja, ich glaube, wenn ich es nach rechts werfe, es fliegt halt viel zu weit nach rechts. Das ist es. Ah, ne, es geht.
Okay, das Spring liegt dann da. Okay. Dann schmeiße ich das nach rechts. Hä? Ich sehe keine Möglichkeit gerade. Spring liegen lassen, Shell greifen. Und was mache ich damit? Ich komme vom Spring niemals nach rechts. Wenn das Spring da liegt, ich kann die Shell greifen. Ja, klar. Dann springe ich. Ich könnte auf dem Spring die Shell haben. Das geht. Aber was bringt mir das? Ich komme nicht nach rechts. So einen Bogen kannst du nicht machen von dem Spring. So weit nach rechts, ohne nach oben zu gehen. Behaupte ich jetzt mal. Keine Ahnung. Grüße gehen raus an Denzen. Ja, easy. Danke sehr. Hi Pixspace, a unique ID. Ja, das mit dem Chat war gestern bei mir schon. Das habe ich ja gesagt. Da haben alle gesagt, das ist doch schon immer so mit dem Antworten. Das sah bei mir auch anders aus. Wow, holy shit, dieses Level, das war wirklich geisteskrank. Du Scheiße, ich kann die wieder greifen. Oh mein Gott, aber das musst du... Was? Nee, hä? Moment. Ach du heilige Scheiße! Was ist das denn für ein Level? Oh mein Gott! Super Level. Oh Gott, das werde ich verabscheuen, Leute. Glaubt mir, das werde ich richtig hardcore verabscheuen. Das werde ich hassen. Jetzt schon Shelljumps. Ich kann das so, das kann ich leider nicht sehen, das Argument, dass ich danach Shelljumps kann. Boah, in der Luft muss ich das machen. Okay, ich muss, habt ihr gesehen? Ich kann den Shell, ich kann, okay. Das, dieser Sprung ist super eklig, weil ich die Shell dann nicht auf dem Boden habe. Fast. Das war Progress. What a journey. Easy. Was ist das los? Wo kommen die Hunde her? Kamen die jetzt dazu? Ist doch Hammer, oder? Also ich finde sie Hammer. Also ich finde das mega. Geschmackssache, aber...
Aber, ja. Ist aber nervig. Ich mag solche Level einfach nicht. Immer wieder dasselbe, diese Scroll-Boo-Fights mag ich einfach nicht. Okay, Progress. Wer erwartet denn, dass da plötzlich eine Tür spawnt? Und ich sag's euch, das war Phase 1. Ich sag's euch. Das war Phase 1. Also, seid mal, geht mal ganz safe davon aus, dass der Boss noch nicht vorbei ist danach. Das war Phase 1. Ich hoffe nur, dass ich einen Checkpoint habe. Stimmt, Porsche, ja dann. Das habe ich vergessen. Dann komme ich natürlich online. Dann werde ich ankommen, baue alles schnell auf. Dann bin ich so um 20 Uhr fertig, renne dann, denke ich mal, ins Hotel. Werde dann das Hotel-WLAN einfach benutzen. Es wird wahrscheinlich super laufen. Und dann komme ich online, Porsche. Phase 1. Hört auf meine Worte. Das war's oder was? Das war's schon? Das ist ja easy. Easy. Ich hab es! GG! Alle Level gespielt. Warum ist denn jetzt hier alles eingefroren? Hier war doch alles voller Lava. Oh, ist vielleicht doch noch irgendwas auf jetzt oder so? Die Overworld ist gigantisch. Gibt es bei speedrun.com ein Any% Leaderboard? Nein, bei Sackboy nicht, die. Das würde ich auf jeden Fall auch noch heute spielen. Aber ich überlege, ob ich mal starte mit einem Run. Ich wüsste halt gerne, wie viel Exits Any hat. Weil, gibt's gar keins irgendwie. Aber warum? Weil es noch keiner gerunnt hat? Weil es zu schwer für einen Run ist erstmal? Oder weil die... Ich meine, man muss ja wirklich sagen, das erstmal durchspielen... Ist schon echt eine Challenge. Ja, ist wieder DMC. Ah, ja, ist die. Aber wieso gibt's kein Leaderboard? Ja, die Songs sind doch alle irgendwie hier rausge... Das ist doch so scheiße.